So, willkommen zurück beim Red Talks für unser Let's Play Need for Speed Underground 2. Ja, so jetzt, wir haben, wie gesagt, was gemacht die letzte Mal und, oh, wo ist die Renne? Hallo, ich wollte zum Rennen. Hallo, ah jetzt. Okay, das ist wieder eine Rennstrecke und da ist auch wieder 3,277 Kilometer. Okay, da bin ich bereit. Bin mal gespannt, wie das wird. Für den Moment läuft alles gut. Oh, ein anderer Super ist am Start. Ob die so gut getunt wie ich? Ich glaube nicht. So, ich glaube, ich habe nicht die Abkürzung genommen. Einmal sehen. Wieso, ich habe Vorsprung, dann ist auch okay gewesen. Aber hier auf Pass. Und wieder drei Runden zu machen, okay. Das Verkehr, mein Liebe. Wer hat so viel Verkehr bestellt für mich? Oh. Was hat er hier gemacht? Der wollte bestimmt eine Gäste nehmen. So eine Kunde. Da muss der erst warten, den Kunden, dass ich bin durchgefahren. So, das gibt zwei Abkürzungen wieder, noch einmal, aber gut. Da habe ich genug Vorsprung. Da muss ich mich nicht so unbedingt orientieren. Und alles ohne Nitro, das ist super. So, jetzt nehmen wir diese linke Spur, weil irgendwie die ist mehr kurz als die rechte Spur. Aber wie gesagt, Gegenverkehr. Da muss ich aufpassen. Aber ich fahre auch gern Gegenverkehr. Wow, wow, wow. Guter Power Slide, jawohl. Aber die Supra, die macht wirklich super Handling, super Drift. Ja, ich hoffe, dass meine neue Provo-Plan gefällt euch. Vielleicht lassen wir auch so nächste Woche. Ich muss gucken. Dass irgendwie ich will einfach so, ich will so zwei Programme am Tag immer haben. Und dann Abwechslung immer. Aber schreib gerne in die Kommentare, wenn du willst etwas anderes haben. Dann diese Abwechslung. Und wie gesagt, wir haben noch jeden Sonntag unser Retro Time, so Retro Red Dogs. Und das bleibt auch mit vielleicht ein paar neue alte Spiele in die nächste. Mal gucken.
Wie gesagt, wir haben angefangen für ein paar Wochen und das läuft für den Moment ganz gut. So, für meinen Kanal. Ich muss auch nicht sagen, oh, ich hab Millionen Klicks bekommen dafür. Nein, nein, nein. Das läuft super und das freue ich mich auch drauf. So, auch ein bisschen Abwechslung mit den ganzen neuen Spielen. Wow, 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 wow. Gut, ich bremse. Gott sei Dank habe ich gebremst, ey. Mein Lieber, da wäre ich auch umgesprungen. Ah, ich wollte nicht unbedingt links. Okay, das war nichts. Haben wir auch genug Vorsprung. Ah, aber jetzt gehe ich rechts. Ja, aber links der Gegenverkehr. Da bin ich nicht so wirklich unbedingt der Freund dabei. Wow, wow, wow. Das war auch knapp. Aber bis jetzt, ich habe keine Probleme. Langsam komme. Und jetzt noch weiterhin. Ah, die fahrt sich sehr gut, diese Supra. So, jetzt nehme ich links. Oh, wieder gegen Verkehr. Das mag ich nicht so unbedingt. Aber gut, jetzt wieder rechts. Hol die Zillis. Erfahren, ne? Jawohl! Das war auch eine schnelle Runde. Ich habe gedacht, dass wir werden auch wieder in die 7 Minuten kommen, so wie die letzte Mal, aber nein. Sehr gut. Und kriegt man auch wieder Reputation Point. Aha. Alles easy, alles gemacht, ey. So, jetzt haben wir, Moment, Neuigkeit. Turbo, oh. Was haben wir mit Turbo? Aha, wir haben eine neue Turbo zur Verfügung. Okay, da werde ich mal schauen. Aber wo ist das jetzt die Händler für unser Performance-Shop? Okay, ah, das gibt schon ein hier. Dann gehen wir. Wir mal schauen über diese neue Turbo. Ich wollte Geld sparen für die neue Auto, aber im Defekt, da brauchen wir vielleicht auch diese neue Turbo. Oje, oje. Oje, oje, was mache ich? Wie gesagt, diese Leistung ist Wahnsinn bei diesem Auto. So, und davon ist das. So, jetzt gehen wir rein. Dann schauen wir das zusammen, diese neue Tür. Ein Auto von der Stange. Als König der Straße brauchst du das besondere etwas. Hier bekommst du die richtige Turbo. Jawohl. Oh, er kostet nur 4000. Ah, super. Ah, das nehmen wir mit. Hopp. Rein damit. So, was nehmen wir für. Ja, nehmen wir HKS. Die sind sehr gut. Nochmal. So, ich habe keine Ahnung. Aber.
Und dann machen wir wieder die Anstellung. Oder ist das die Anstellung so gut? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Um noch mehr Leistung rauskitzeln zu können, solltest du dich hier umsehen. Auf dem Prüfstand und der Teststrecke kannst du deine Performance auf maximale Power trimmen. Ich werde sagen, wir machen die für Hochgeschwindigkeit jetzt. Mal liebe. Gut, die hat 306,1 kW, ja. So, damals, ja, 29, okay, aber Moment mal. Ten Setting, jawohl. Turbo. Jo, hier bist du richtig. Ein Turbo drückt mehr Luft in deinen Motor. Mehr Luft heißt mehr Power. Aber ich glaube, da bin ich schon auf die Maximum-Einstellung mit Turbo. Vielleicht eher mal schauen. Ich habe ein bisschen eine niedrige. Nee, das ändert sich nichts. Ah, doch. Wir sind trotzdem mehr schnell in die 0. Von 0 bis 100. Ah. Dann ist doch alles super. Dann lassen wir so. Dann lassen wir so diese Setup. Der neue Setup bringt schon mehr Power. Mehr Peps. So, und wir gehen raus. Ich bin mal gespannt mit dem neuen Turbo. Wie sie sich fühlt, die Wagen. Oh je. Die ist wirklich klasse. So, was machen wir jetzt? Ist die Frage. Wir können gleich zu die grüne Rennen gehen. Jawohl, das machen wir auch. Ich weiß auch nicht mehr, was das ist. Sprint bestimmt. Ja, das ist ein Sprint. Okay, das machen wir auch gleich. Das kriegen wir auch hin. Oh, super Felge. Was ist das für Felge? Mal lieber, die sind schön. Das waren estische Felge jetzt. Ah, und die DT am Start. Oh, aber ich sehe, dass der Streck wird schon schwer. Jetzt mal gucken wir die neue Turbo, wie was ändert sich, aber normal in Hochgeschwindigkeit, die schiebt schon mehr den Turbo. Dem Turbo hat mehr Druck als damals, mal lieber. Aber das ist auch das, was man möchte haben. Ein Turbo, der drückt. Sonst brauchen wir keine Turbo, wenn der drückt nicht über die Motorleistung. Ich bin keine Mechaniker, aber ich dachte auch so. So, ich denke. Nee, ich dachte ja. So, Achtung. Oh je, jetzt kommt Abkürzung. Links oder rechts, aber nehmen wir rechts. Sowieso. Ich habe keine andere Wahl. Und sowieso auf rechts. Ja, das war nichts. Ich habe etwas über die Strecke kaputt gemacht, aber. Ah, das ist was super, was ich bin in dem Spiel. Das macht auch dem Turbo in dem Motor Sound. Das ist super.
Ich hoffe, dass sie werden auch das hören. Oh, 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 oh. Da muss ich aufpassen. Wie gesagt, er ist schon schwer. Diese, das gibt zwei Ende. Mal sehen schön, das gibt eine. Oder ist das nicht? Ah, das war die Startpunkt. Ah, da muss ich aufpassen jetzt. Nee, das ist immer richtig. Jawohl. Und wir haben auch das geschafft. Ja, ja, ja. Schön gut, schön gut. Da brauchen wir auch keine extra Show, das zu machen, oder? Oh, und kriegen wir auch 300 Punkte mehr. Ah, das Geld bleibt immer das Geld. Dasselbe, aber ist okay. So, machen wir noch ein Rennen und dann werde ich sagen, wir machen noch die Part am Ende. Reporter vom Spoiler brauchen Material für einen Artikel. Hol dir den Sieg, dann müsste das für dich klar gehen. Ja, ja, die wollen alle, dass ich komme mit den Wagen für Shooting machen und ja. Nächstes Mal, ja. Oh, oh, oh. Da ist gerade ein Rennen. Ah, das ist ein Drift, Ah, das könnte man auch schnell machen, das muss auch gehen. Wo ist das? Wo ist das? Da drüber. Okay. Und let's go für einen Drift. Hoffentlich das klappt. Nicht so wie das letzte Mal. Aber ich glaube schon, das klappt. Jetzt haben wir mehr Power. Warum nicht vergessen? Bewegung, Bewegung. Jawohl, du schiebst mich. Ah! Das war extra gemacht, das. Hä? Ja, jetzt muss man richtig driften. Boah, da habe ich gedacht, ich knall wieder die Mauer wieder. Aber Drift, die geht ohne Problem. Aber die Problem ist, ich muss immer aufpassen auf die Mauer. Wow, wow, wow. Hier war keine gute Driftmöglichkeit. Wow, aber 37.000 schon wieder los. Achtung, da komme ich, da komme ich. Jawohl. Aber, das hat nicht gelangt. Mein Lieber, das wird nichts. Ich glaube, dieser Drift wird nichts wieder. Ah, nein. Ich glaube, ich kann wieder neu starten. Ich starte wieder neu. Weil die haben mich geschoben und dadurch ich verliere. Oh, jetzt lass mich durch. Nein, nein, nein. Aber jetzt, ich sag dem, wie das funktioniert, driften. Was habe ich gemacht hier? Boah, das war ein super Drift, 6000. Boah.
Ich bin vorn. Aber da brauche ich, wie gesagt, 47.000, glaube ich. Ja? Wahnsinn, Brief wieder. Achtung, da war ich nicht so bereit. Jawohl, das war auch ein Drift. Aber Achtung, da war ich auch nicht gut. Für den Moment, wir haben 3000 Vorsprung fast. Ah, das langt auch eh nicht. Da brauche ich noch mehr. Boah. Jetzt haben wir schon fast 50.000. Das ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, da muss ich immer aufpassen. Der kommt auch immer fast mit auf meine Punktzahl. Da muss ich aufpassen. Aber wenn ich schaffe 3000 Punkte immer, das ist okay. Aber jetzt gib mal ein bisschen Gas und mal versuch richtig zu driften. Ich wollte richtig treffen. Eieiei. Habe ich wieder Punktgeschenke. Aber gut, ich glaube, dass jetzt sind die schon ins Ziel gekommen. Oh, jetzt bin ich Zweiter. Oh, nein. Ah, da ist... Boah. Wow, wie viel Punkte hat er gemacht? Ah nein! Ah, das ist schon Wahnsinn! Nein! Haben Sie das gesehen? Ich habe die ganze Zeit geführt, nein. Und da kommt der mit seinem Audi A3 und 80.000 Punkte. Okay, da muss ich sagen, da werden wir das schaffen, nächste Folge. Okay, bleiben Sie dran. Ich hoffe, Sie haben Spaß gehabt dabei und viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal. Ciao.